Herzlich willkommen zur 59. Folge Krastorio mit dem Felix. Moin. Hallo. So, das heißt, wir brauchen erweiterte Schaltkreise, die müssten wir bauen. Wow, ich habe jetzt schon 20 blaue Fließbänder. 20! Das ist ja richtig krass hier. So, rote Schaltkreise. Kupfer, ja, Kupfer müssen wir ganz dringend auch machen. Was müssen wir nicht dringend machen? So, könnte ich schon mal. Ach, da geht auch noch Kupfer raus. Saftsack. Ich habe gute Nachrichten. Ich höre. Guck mal auf unsere Wasserfläche, wo Kupfer hin soll. Die ist fertig. Korrekt. Perfekt. So, wenn jetzt noch mal ein paar grüne Schaltkreise ankommen würden. Hahaha. Das ist zu viel verlangt. Dann wäre ich schon sehr begeistert. So, baust du mal oder sammelst du mal alles zusammen? Beton, 1000 Eisenzahnräder, 500 Stahl. Ja, das sollte ich hinkriegen. Wenn du so viel Platz hast im Inventar. Ich hoffe es. Eisenerzfeld hier. Ach ja. Hast du schon was zusammen? Ich habe schon die 1000 Beton. So, dann fehlen dir jetzt noch 1000 Eisenzahnräder und 500 Stahl. Ja. Wie viel Stahl hast du schon? Noch gar keins, aber ich weiß ja, wo was ist. Ja, ich hab's abgeklemmt. Ist auch alles da jetzt schon. Und dann 1000 rote Schaltkreise. Die Forschung, wir haben es gleich geschafft. Krass, ne? Was machst du denn oben? Stehen, siehst du doch. So, hast du alles? Bis auf die roten Schaltkreise, ja. Hast du Stahl dann wieder angeschlossen? Nö, mach ich aber jetzt. So, das heißt, es fehlen dir noch 1000 rote Schaltkreise. Korrekt. So, komm her. Ich
baue die auch die ganze Zeit nebenher. So, hast du schon mal 400. Daraus Zentrifugen bauen? Genau, Zentrifugen. Und zack, die nächsten 200 sind 600, dann fehlen noch 400. Perfekt. Gut, und dann gehen wir schon mal zu den Zentrifugen rüber. Wir werden von Logistikrobotern verfolgt. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz. Bäm. Oh, ich habe zwei Punkte, die ich vergeben kann. Da würde ich mal sagen, Inventory Sites und Inventory Sites. Das ist aber sehr einfallsreich von dir. Das ist auch kreativ, echt nicht übertreffbar. Ja, aber auf alle Fälle. Was? Raketentreibstoff staut sich? Ja, weil kein Dings kommt. Da können wir noch mal ganz kurz vorher vorbeirennen. Okay. Woran hapert das, dass das hier unten nicht vorangeht? Crafting Speed vermutlich oder Kupfer? Na gut, Crafting Speed. Okay. Besser? Die brauchen halt 20 Sekunden für eins, ne? Ja, wir haben jetzt ein Herstelltempo von 200%, also 3,75. Na gut. Sollte besser werden. Ja. Waren die 3er-Speed-Module auch anforderbar? Ja. Was meinst du, warum ich die ganze Zeit 50 Stück dabei habe? Gut, dann hau mal deine Dinger hier hin. Danke. So, auf jeder Seite 5. Ja, dann müsstest du jetzt was geben. Ja, wie gesagt, ist alles im Bau. Haben wir hinten Logistikabdeckung? Nee, ne? Nee. Aber fast, also diese teilweise. Wo denn? Wenn du jetzt noch einen Schritt nach unten gehst, dann ja. Sehr gut. So, wie viele rote fehlen jetzt noch? Noch 200. Okay. Kannst du mal zu mir kommen? Ja. Warum wir da vorne mehr Logistikabdeckung kennen? Du hast keinen Platz im Winter, doch jetzt. Dass ich mich da vorne hinbewegen kann. Sehr gut. Ich werde es auch einfach sagen können, dass ich da was hinbauen soll. Dann hätte ich eins von meinen 13 bis 14 Stück gesetzt. Aber auch noch vielleicht. Und dann hier gleich 3 Aspekte rein. Yep. Überall, da ja. Kriegen wir vielleicht hier auch mal WTF, die brauchen gar keine Eisenplatten, die brauchen Stahlplatten. Was? Wo haben wir Stahlplatten?
hier. Stahl, 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 Stahlplatten, 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 Stahlplatten. Kannst du bitte herkommen und kannst hier Fließbänder setzen, beziehungsweise Ja. Untergrunddinger, weil ich habe keine. Hier unten ein rotes drüber. Ja. Gut, dann setzen wir halt hier noch mal. So, alle mal weg, alle mal weg, alle mal weg, alle mal weg. Oh, da kommen immer noch, Alter. Wie kommen wir noch? Kommt schon Stahl? Ist auf dem Fließband langsam, ja. Wo kommt es? Wo kommt es? Da kommt es. Jawohl. Dann kriegen wir nämlich jetzt hier die ersten paar Dinger. Ich habe da mal per Hand welche reingeschmissen. So, wie war das jetzt mit der Aufbereitung von Brennstoffzellen? So, da fliegt die erste Brennstoffzelle runter zu dem Zug. Bin ich mal gespannt. Wie sieht es mit den 200 roten Schaltkreisen aus? Fertig. Vielen Dank. So, der Zug ist voll. Kommt der jetzt mit einer Brennstoffzelle überhaupt denn so weit hin? Das ist die große Frage, wie lange das hält. So, wo kommt die Brennstoffzelle? Da kommt sie. Da ist sie. Da, ja. Da hatte ich Feuer auf. Oh, da kommen sogar gleich zwei. Ja. Los, rein damit. Da müssen sie hin. Genau da. Oh, da kommen sogar drei. Vier, fünf. Oh, Akku leer. Und drin ist er. Oh ja, da guck mal, wie der abgeht, der Zug. Ja, ein bisschen. Aber ein bisschen. Wo fährt er hin? Weg. Reißt aus. Langeweile oder was? Vielleicht. Wo sollst du anhalten, verdammte Axt? So, dann kann jetzt die Anlage da unten wieder anfangen zu produzieren. Teilweise. Teilweise, teilweise. Ui, sind da viele. Boah, hat gut reingehauen.
Jetzt laufen hier immer nur noch zwei Anlagen. Ja, und Felix macht das schon, was wichtig ist hier. Sind das hier noch Einser oder Zweier? Das sind noch Einser, aber ich stelle die gleich mit Upgrade-Planer wieder ab, weil ich keinen Zweier habe. Dann grade sie gleich mal ab. Das Fließband hier hin. Das muss ich wegnehmen, damit ich da erstmal die Dings hinsetzen kann. Oder dass du hier direkt dran gesetzt hast. Achso, die arbeiten hier gar nicht mehr, weil hier einfach mal die Dinger leer gelaufen sind. Fehlt immer noch Fließbänder. Ich habe ja extra Roboterabdeckung gesetzt. So, kommen da jetzt genügend? Also es reicht zumindest jetzt erstmal. Ja, immerhin, ne? Boah, da arbeiten hier gerade mal zwei Zentrifugen. Ja. Es wird hier auch nur mit pro Durchlauf eins von den besseren Uran mehr. Ja, dann müssen wir halt mehr Durchlauf. Ja, und klar, umso mehr Zentrifugen wir natürlich haben, desto schneller geht die ganze Geschichte hier natürlich auch, ne? Ja, korrekt. Deswegen habe ich es halt so gebaut, dass jetzt erstmal die Dinger erstmal alle volllaufen, dass wir wirklich mit jedem Durchlauf erstmal 12 Stück da bekommen, bevor unten die ganzen Dinger zu Brennstoffzellen werden. Aber die brauchen natürlich, die speichern natürlich nur 200 Stück zwischen, ne? Oh, guck mal, da kommt wieder eins, da, ein zusätzliches, yeah. Eins ist besser als keins. Hast du recht, aber trotzdem. Das heißt, im nächsten Durchlauf dürfte jetzt die dritte anspringen. Oder auch nicht. Ja, aber gerade in dem Moment auch eine fertig geworden ist, das heißt wieder neue reingelaufen sind. Ja, toll, wieder genau in dem Moment. Ja, die brauchen halt vom Umlauf her zu lange. Wir müssen das Stein und sowas hier auch mal wegarbeiten. Mhm. Und das Eisenerz dann. Aber noch haben wir ja Luft. Noch. Los, komm jetzt. Kriegt die doch. Oh nein, genau wieder der Moment. Ja, das wird jetzt auch noch 8 Umläufe um und bei dauern. Weil dann sind nämlich 8 zusätzlich entstanden. Dann müsste nämlich die voll sein mit dem Zusatzprodukt. Läuft ja immer nämlich die Menge nach, die verbraucht wurde, und einer läuft da durch. Ja gut. Es fehlen noch 7.
Sagen wir so, unser Zug, der ist ja hier schön am Fahren. Ja, erstmal. Unten fehlen eh noch massenhaft an blauen Teilern und Fließbändern. Bis da überhaupt irgendwann irgendwas passiert. Deswegen, Ja. ich verstehe gar nicht, warum denn da immer noch nichts läuft. So wirklich. Das Problem ist halt, dass der Großteil der blauen Sachen halt direkt zu grün gemacht wurde. Und jetzt fängt es so langsam an, wieder die Fließbänder zu produzieren. Ja, die Aber ich habe das natürlich. Gefühl, dass bei den anderen blauen Sachen irgendwie irgendwas in der Anforderungskiste fehlt. Oder wir es noch nicht in einer roten Kiste irgendwo stehen haben. Zumindest bei. Nee, da fehlen nur Fließbänder, glaube ich. Ne, da fehlen Eisenzahnräder. Auch gut. Die natürlich sofort durchrennen und zu blauen gemacht werden. Weil wir jetzt natürlich nicht mehr genug Koks herstellen, dass da unten die Stahlschmelze vernünftig laufen kann. Alles klar, okay, Koks. Wir brauchen mehr Koks. Können wir erstmal die Öfen hochdrehen. Dann los. Auf geht's. Dafür brauchen wir Ziegelsteine. Hast du Ziegelsteine? Nicht hier. Warum nicht? Weil ich Ziegelsteine nicht wirklich brauche. Der einzige Grund, warum ich Ziegelsteine brauche, ist halt für so eine Aktion, um was zu bauen. Viel Spaß. So, aber hier kommt doch keine Kohle mehr an. Oder sehe ich das falsch? Die Das kann auch sein. Fließbänder sind gleich mal mitmachen können. Ja, könnte daran liegen, dass ich keine gelben da drin habe. Ich glaube fast, dass wir die dann auch direkt auf blau machen dürfen. Wobei, vielleicht doch nicht. Kommt drauf an, wie es gleich aussieht, wenn mal das ganze Ding auf rot ist, irgendwann mal. Ey, wir hatten ja sogar noch Öfen übrig. Ja, es Ey, du wird. hast es verpasst, es sind jetzt schon 14 im zweiten Ding drin, im dritten Ding drin. Ja, sehr gut. Ah, da kommen die roten Fließbänder. Oder auch nicht. Die genau in dem Moment natürlich wieder abdrehen zum Tanken. Tun sie das nicht immer, egal was ist. So, was sagt deine Meinung? Reicht rot oder reicht rot nicht? Zumindest den Anfang nicht. Habe halt aber keine blauen. Ja, ich habe wohl und übel auch keine blauen Fließbänder. Aber ein paar kommen ja gerade. Es könnte durchaus sein, Das. dass wir damit jetzt natürlich uns Holzprobleme schaffen. Das glaube ich weniger, ehrlich gesagt. So, es kommt auf jeden Fall wieder deutlich mehr Stahl. Dafür müsstest du, glaube ich, noch ein paar mehr von den Teilen setzen, damit wir Holzproblem bekommen. Okay, wenn du das sagst.
trotzdem sieht das für mich immer noch zu wenig aus. Oder täuscht das? Ich glaube, das täuscht. Ja, wenn Wobei wir. schwer zu sagen ist. Also ich glaube, wir brauchen noch eine Anlage davon. Oder Nebel auch. Frage ist nur, wo kriegen wir die noch rein? Nirgendwo. So, wie sieht das mit dem Holz aus? Wie viele Anlagen laufen denn von dem Holz? Das sieht man gar nicht, oder? Ja, doch, die leuchten Zwei grün. Drittel? Ich hätte geschätzt zwei Drittel. Zwei Drittel dann lang, sagst du, laufen. Noch. Dann gucken wir mal, ob sich das noch ausgeht mit dem Holz jetzt. Weil aktuell staut sich unten noch kein Holz jetzt, trotz grünes Fließband. Okay, jetzt staut es sich. Jawohl, jetzt ist gestaut. Das ist jetzt der Verbrauch.
Also Produktionsfenster sagt 2000 Holz verbrauchen. Ne, produzieren wir, verbrauchen somit 3000. Also müssten wir eigentlich Minus machen. Oh, das wäre nicht gut. Wo ist unsere Holzanlage? Da. Da, wo ich stehe. Na gut, ja, weil, na, obwohl jetzt fängt es an, das erste leer zu laufen, ne? Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Weil die Kokskiste hat jetzt auch schon fast 1000 Koks drin, also. Sollte. Das gleich funktionieren. Ich denke mal, Stahl sollte dann jetzt auch mal besser kommen. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Erstmal. Wow, wir haben ja sogar mal grüne Fließbänder drin, krass. Ja, sollten jetzt gleich voll sein. Weil wenn die sich jetzt stauen, dann sollten ja wir auch keine Eisenzahn mehr verbrauchen. Dementsprechend haben wir natürlich dann auch mal das blaue Zeug wieder. Seitdem du hier Landfill weggenommen hast, ist wieder unser Stein und Warenhaus in der Basis voll. Und unser Erzwarenhaus ist auch voll. Wo ist das Eisen des Warenhauses? Direkt hier, wo ich stehe. Okay. Und Eisenplatten unten sind, glaube ich, leer gelaufen. Das ist gut. Dann können wir nämlich da unten jetzt alles komplett umbauen. Hoffen wir mal, dass jetzt mal so langsam aber sicher die ganze Geschichte hier anfängt. So, dann rennen wir da mal runter. Blauer Untergrund sind voll. Blaue Teile kriegen wir jetzt auch wieder. Wir haben jetzt auch Eisenzahnräder, so, das heißt, jetzt wird das da unten alles produziert. So, dann können wir nämlich jetzt hier unten anfangen, alles so zu machen, wie es dann sein soll. Gut, die Schmelze, muss ich jetzt ganz klipp und klar sagen, ist geplant auf auf grün, ne?
Hast du einen Abrissplaner, wo du nur Bäume drin hast? Kannst du mal die Bäume hier. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du ein Warenhaus? Normales oder also Warenlager und normales oder ein rotes mit den Dingen oder eins von den besonderen? Okay, die normalen. Wir sollten zwar keine Fließbänder setzen, sondern die Warenlager, aber dann halt nicht. Oh. Naja, wir. Halt doch nicht so schlimm, wie es sich angehört hat. Wir haben anscheinend noch zwei Teile in der Basis. Ja, so, jetzt muss der ganze Kram hier nur noch. Wir haben anscheinend ein paar mehr in der Basis. Wo ist denn der Nuklearzug da? Eisenplatten und Stahlträger. Hast du noch Stahl dabei? Ja. Wieso fordere ich mir nicht keinen Stahl an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe bei Vielleicht. mir auch 500, glaube ich, Stahlforderungen oder so drin. Irgendwie so die Richtung. Und da kriegst du auch was? Ja, noch. Solange bis die 1000, jetzt noch 1000 Stahl aus der Kiste raus sind. Okay. Frag mich nicht, woher die Stahl-Dinger kommen. Achso, ich wollte mal gucken, was jetzt hier mit den Brennstoffzellen ist. Der hat keinen Brennstoff mehr. Hä? Achso, der war glaube ich auch nie wieder unten. Der hat gerade mal eine Brennstoffzelle verbraten. Oder noch nicht mal eine. Haben wir oben noch Brennstoffzellen drin? Nee, ne. Aber es Aber laufen. inzwischen drei, ja. Ja, es laufen inzwischen drei. Jetzt haben wir. Warum kriegen wir jetzt gar kein Uran mehr? Ja, Schwefelsäure ist voll. Warum ist die Schwefelsäure leer? Ach so, weil der eine leer gelaufen ist, deswegen ist das ganze Erzfeld aus. Das ist natürlich super. Ich lauf mal. Ja, ich setze das mit Ghost. Ja, und bis das da oben gesetzt ist, ist Ostern 2025. Da warten auch schon seit, was weiß ich, wie lange Fließbänder drauf gesetzt zu werden. Da ist auch noch nicht wirklich viel passiert. Ja, weil erstmal andere Sachen vorgezogen werden. Ja. Ja gut, produzieren wir überhaupt Rohre? Doch. Ja. Unter Umständen. Ja, hast du noch Fließbänder bei dir?
Ich habe keine Fließbänder mehr, nein. Kriegst du überhaupt Fließbänder? Minimal. Okay. So, dann brauchen wir erstmal die nächste Folge. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.